wie soll ich das beschreiben? So, wenn ich finde, manche Aims transferieren sich nicht wirklich auf andere Spiele. So, CSGO-Aim, finde ich, transferiert sich auf andere Spiele. Oh, der ist weg. MK14, ich komme. Hier müsste noch jemand reinkommen. Oh, der wechselt super langsam die Waffen. Das ist ja richtig krass. Eren Jäger! Attack on Titan! Juhu! Eren! Eren! Es war ja wahrscheinlich. Aber ich sage euch, hätte ich jetzt nicht vollautomatisch geballert, hätte ich nur Single geschossen, dann wäre der schneller tot gewesen. Das ist einfach so die Entscheidung zwischen vollautomatisch und Single ist immer super schwer. Aber wenn mich jetzt einer von hinten angreifen würde, werde ich wahrscheinlich besser mit vollautomatisch kommen. Denke ich mal. Aber es kann auch sein, dass jederzeit hier irgendjemand hinter einem Baum hockt. Das hasse, diese Entscheidung treffen zu müssen. Weil eigentlich bin ich überhaupt kein Vollautomatik-Fan, so gar nicht. Und so hart, wie die Waffe gerade verzogen hat, wobei ich Kompensator und Griff drauf habe, ich weiß nicht. Ich mag das einfach nicht. 23, ja. 23. Ah, shit, ich habe ihn gerade gesehen. Oh Mann, ich habe gerade irgendwie die Orientierung verloren, warum auch immer. Müsste sich eigentlich heilen, oder? Kein Helm, der Typ. No Helm Marino. Warum läuft er ohne Helm im Finale rum? Na gut, da trennen sich unsere Wege. Erstmal, dem renne ich nicht hinterher, da habe ich keine Deckung. Nutze die Reshade, ja, aber nur wenig. Nur sehr wenig. Ich könnte hier nochmal gucken, ob ich den irgendwie sehe. Habe ich eigentlich einen Dreierhelm? Ah ja, habe ich. Okay. Also, ich meine, er muss so oder so zu mir. Wenn ich den Baum hier halten kann und hinter mir keiner kommt, ich Glück habe. Ich hätte später schießen sollen, der hat zu viel Zeit, der Typ. Ich weiß nicht, wie viel davon Hits waren. Irgendwie erkenne ich das nicht so. Mit dem blauen Blut war das besser. Er könnte auch nach hinten gegangen sein, ne? Oder er heilt sich gerade, je nachdem. Aber die Zone kommt auch gleich. Lass mal kurz hochboosten.
Er tut mir echt leid, der Typ. Was soll er machen? Aber er ist halt... Warum hat er gechallenged so? Er hat so viele Hits kassiert und geht dann zurück zum Stein und challenged nochmal. Dann einfach wegrennen. Aber gut, er hätte halt trotzdem zu mir pushen müssen, ne? Über das offene Feld hier unten. Das wäre so oder so kacke für den geworden. Sowieso. Lass mal hier unten so ein bisschen die Leute abfangen, würde ich sagen. Dann hier rüber müssen. Also die einzelnen Bäume abprüfen. Wer weiß, wer weiß. Wie die MK14 verzieht, ja, stimmt schon. Ich glaube, die verzieht mehr als die SKS, oder? Weiß es gerade nicht. Irgendwo hier oben muss einer sein. Gerade. Die müssen auf jeden Fall alle rüberkommen. Hier könnte ich die eigentlich richtig gut abfangen. Ich glaube, ich nehme mal das 8 auf die Distanz. Der muss hier so in dem Bereich sein. Also hier kann ich den abfangen. Und hier, wenn er Open Field läuft. Ich denke mal, er wird wahrscheinlich zu dem Baum wollen. Gucken wir gleich mal. Jetzt ist vorbei. Ich boost mich noch einmal, falls er zurückschießt. 6 Sekunden noch. Guck mal, der rafft nicht, dass die Zone kommt. Ist halt blöd für mich jetzt, weil ich... Oder er will einfach spät rein, aber ich glaube, der lootet. Ich habe halt jetzt Probleme mit meiner Posi. Ja, Mann, ich will ihn abfangen. Oh, oder habe ich die Karte falsch gelesen? Ja, ich glaube, ich habe sie falsch gelesen. Unten am Stein ist, glaube ich, jemand. Nee, da. Es sind nur noch 3 Leutchen. Unten, nach unten muss ich. Oder ich versuche hier die ganzen Leute noch zu clearen, so, und dann unten ist der letzte. Irgendwo müssen hier noch 2 Leute sein in dem Bereich. Können sich halt hier überall verstecken. Aber eigentlich das, so, das müsste alles clean sein. Hier direkt meine rechte Seite. Müsste. Oh, ich kann mich noch erinnern an die Zone, ja. Ah, Mist, die haben diese Ecke drin. Nein. GG. Ich habe schon mal so ein Finale gehabt. Ah, das ist GG wahrscheinlich. Weil die können halt dahinter sein. Komm, bitte lass den Baum hier drin sein. Perfekt, der ist drin. Okay, das ist, glaube ich, clean hier. Es nehmen immer noch 3 Leute. Aber wenn ich jetzt baller, dann wissen die, wo ich bin. Egal. Okay, dann haben wir noch 2. Und die müssen irgendwo dahinter sein. Einer noch hier unten oder was? Nee? Ja, toll.
Die sind beide da. Wie können zwei Leute hinter dem Ding da sein, ohne dass die sich gegenseitig sehen? Das macht keinen Sinn. Wir haben den Baum, der ist clean. Der Baum da hinten, den habe ich clean gemacht. In dem Busch vielleicht? Das macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Oder da in dem... Aber den, der hätte ihn dann gekillt. Komm, ich gehe jetzt runter hier. Ja, und jetzt? Wo ist der Letzte? Oh mein Gott. The jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.